Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst hier aus der Stadtkirche in Kirchhain. Mein Name ist Rainer Wilhelm und ich bin Pfarrer hier an der Stadtkirche. Ursprünglich waren für die letzten Sonntage im Januar wieder Kanzeltauschgottesdienste mit den Nachbargemeinden Großseelheim und Langenstein-Niederwald geplant. Diese müssen aber wegen der ernsten Corona-Situation entfallen. Darum haben wir uns dazu entschlossen, einfach unsere digitalen Gottesdienste zu tauschen. Den Anfang machte letzten Sonntag Pfarrerin Koch aus der Kirchengemeinde Großseelheim mit einem musikalischen Gottesdienst. Nächste Woche wird dann Pfarrer Dr. Koch einen Videogottesdienst aus der Kirchengemeinde Langenstein bereitstellen. Heute nun kommt er hier aus unserer Stadtkirche in Kirchhain und wird musikalisch ausgestaltet von 4 Bläsern aus unserem Posaunenchor. Wir sind ja zurzeit in der sogenannten Epiphaniaszeit. Das heißt, übersetzt so viel wie Gott erscheint in unserer Welt. Und genau darum soll es heute gehen, dass Gott in unserer Welt, in meinem Leben erscheint. Dass etwas vom Himmel in dieser Welt, in meinem Leben aufleuchtet und mich verändert, durchs Leben gehen lässt. Nicht unbedingt als kosmisches Ereignis, aber doch so, dass Menschen das für sich erfahren können. Liebe Gemeinde, Sabine wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Es ist aber nicht das Corona-Jahr 2020. Deswegen hat sie seit langem mal wieder so eine richtig große Feier geplant und viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Sie hat sich einen schönen Saal ausgesucht, den Essenslieferanten sorgfältig ausgewählt und die Tischdekoration gestaltet. Schließlich soll es ein richtig toller Tag werden. Fast 100 Gäste hat sie eingeladen. Aber was ist mit ihrer Tante und ihrem Onkel? Zwischen den beiden und ihren Eltern hat es früher oft Streit gegeben. Deswegen herrscht jetzt schon seit ein paar Jahren Funkstille. Und sie will sich von den beiden ihren Tag auch nicht vermiesen lassen. Aber andererseits wäre es doch schön, die ganze Familie mal wieder zusammen zu haben. Also lädt sie die beiden auch ein und hofft einfach das Beste. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, die Familie einmal wieder dichter zusammenrücken zu lassen. Als das Fest beginnt, ist Sabine etwas nervös und schickt schnell noch ein Stoßgebet zum Himmel, dass es doch ein gelungener Abend wird. Der Saal füllt sich mit den Gästen, viele Erinnerungen kommen hoch. Es gibt leckeres Essen, interessante Gespräche und einige lustige Vorträge. Dann spielt die Musik und die Tanzfläche wird eröffnet. Glücklich tanzt sie bis tief in die Nacht hinein. Irgendwann gehen dann auch die letzten Gäste nach Hause. Sabine fällt erschöpft und glücklich ins Bett. Kurz bevor sie einschläft, denkt sie noch, komisch, von Tante, Onkel und den Eltern war gar nichts zu hören. Eine andere Situation. Florian sitzt an seinen Englisch-Hausaufgaben. Englisch fällt ihm wirklich nicht leicht. Letztes Schuljahr ist er deswegen fast sitzen geblieben. Heute soll er eine englische Rede lesen und etwas dazu schreiben. Der Amerikaner Martin Luther King hat die Worte vor bald 60 Jahren gesprochen. Und Florian hat herausgefunden, dass dieser Mann ein Pfarrer war. Er hat für die Rechte der Schwarzen in den USA gekämpft. Damals war das bitter nötig, weil Schwarze ständig schikaniert wurden.
Viele von ihnen mussten sogar um ihr Leben fürchten. Bei einer großen Demonstration hat Martin Luther King dann diese Rede gehalten: I have a dream. Ein Satz davon berührt Florian besonders, denn da geht es um Kinder. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. So hat es Martin Luther King gesagt. Wenn er selbst mal Kinder hat, denkt Florian, dann wird er sich für sie auch nur das Beste wünschen. Er kaut auf seinem Stift herum. Was soll er zu diesem Text bloß aufschreiben? Er überlegt, ob er eigentlich selbst einen so großen, wichtigen Traum hat. Noch eine andere Situation. Die Männer sind in einer kleinen Gruppe unterwegs und sind froh, denn Jesus läuft mit ihnen. Sie haben ihn zwar erst vor kurzem kennengelernt, aber er hat sie mit seiner Ausstrahlung schon völlig in den Bann gezogen. Andreas, einer von ihnen, hat manchmal den Eindruck, als würde ein Stück vom Himmel in den Augen von Jesus aufleuchten. Deswegen wollte er gerne einer von seinen Jüngern werden. Und er freut sich, dass Jesus ihn und die anderen jetzt mitnimmt zu einer Hochzeitsfeier. So ein Fest ist ja immer aufregend. Tagelang gibt es gutes Essen, viel zu trinken und gute Gespräche. Und er hofft, dass Jesus ihnen noch viel mehr von Gottes Welt erzählen und zeigen wird. Denn Andreas hat viele Fragen. Er will wissen, wie er Gott begegnen kann und wo er den Himmel finden kann. Hören wir auf die Erzählung von der Hochzeit zu Kana an. Wir hören auf Worte aus dem Johannesevangelium. Es ist die bekannte Geschichte von der Hochzeit zu Kana. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: Es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr: Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern: Was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an: Und nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor: Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So verbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Thank you.
Liebe Gemeinde, als die Hochzeit nach ein paar Tagen zu Ende ist, ziehen die Männer zusammen weiter. Sie unterhalten sich begeistert über das rauschende Fest. So viele Menschen haben zusammen gefeiert. Für ein paar Tage konnten sie alles vergessen, was ihnen sonst Sorgen bereitet. Einer von ihnen ruft: Wahnsinn, Jesus hat wirklich das Wasser zu Wein werden lassen. Es war ein Wunder. Andreas ist auch sehr beeindruckt. So etwas hat er noch nie erlebt. Und auch das Gesicht des Bräutigams wird er nie vergessen. Der schaute richtig verdutzt und konnte sich nicht erklären, woher der leckere Wein kam. Andreas aber ist sich unsicher. War das jetzt ein Wunder? Oder gibt es vielleicht doch eine andere Erklärung? Aber das ist ihm gar nicht so wichtig. Vielmehr fragt er sich, warum Jesus das getan hat. Natürlich hat er das Brautpaar vor einer ziemlich peinlichen Situation gerettet. Wenn der Weinvorrat während der Feier erschöpft gewesen wäre, dann hätte es ein ziemliches Gerede gegeben. Aber schließlich sind sie ja nicht nur mit Jesus unterwegs, um zu feiern. Andreas hat größere Fragen als diese Hochzeit. Wie kann ich Gott begegnen? Wo kann ich den Himmel finden? Da dreht sich Jesus zu Andreas um, als hätte er seine Fragen gehört. Er lächelt ihn an und sagt: Das war ein Zeichen. Es bedeutet, dass du nicht weit weggehen brauchst, um Gott zu finden. Du kannst den Himmel an vielen Orten entdecken. Bleib bei mir, dann wirst du noch mehr Zeichen sehen. Nach diesen Worten ist Andreas sehr gespannt, wo er als nächstes ein Stück vom Himmel entdecken wird. Florian schaut von seinem Englischbuch auf. Vor so vielen Jahren hat Martin Luther King seine Rede gehalten, I have a dream. Florian überlegt, ist der Traum in Erfüllung gegangen? Haben Menschen mit schwarzer Hautfarbe heute die gleichen Chancen wie die Weißen? Wohl eher nicht. Allerdings wurde 2008 Barack Obama als erster Schwarzer zum Präsidenten der USA gewählt. Manche sagen, dass er damit der mächtigste Mann der Welt war. Das wäre doch für Martin Luther King wohl wie die Erfüllung seines Traums gewesen. Vielleicht hätte er es als ein Stück Himmel auf Erde gesehen. Aber schon 8 Jahre später wurde wieder ein Weißer zum Präsidenten gewählt und die Schwarzen werden bis heute noch nicht überall gerecht behandelt. Florian weiß immer noch nicht, was er schreiben soll. Für ihn hat Englisch nichts mit einem Traum oder gar mit dem Himmel zu tun. Er hofft, dass er dieses Schuljahr gut durchkommen wird. Englisch könnte ihm wirklich die Schule verhageln. Da fällt ihm etwas ein, wovon er träumt. Ich habe einen Traum, dass niemand nach seiner Leistung beurteilt wird. Ich träume, dass alle die gleichen Chancen bekommen, egal wie schlau oder dumm sie sind, egal wie reich oder wie arm ihre Eltern sind. Dann würde er auch nicht wegen Englisch sitzen bleiben können. Er muss an seine Religionslehrerin denken, die mit ihm letztes Jahr ein Gedankenexperiment gemacht hat. Sie sollten sich vorstellen, dass alle in der Klasse eine 1 im Zeugnis bekommen. Sie überlegten dann zusammen, ob das gerecht und fair wäre. Florian ist ganz gut in Religion und hat sowieso immer eine 1 oder zumindest eine 2. Aber er denkt an andere in der Klasse. Einige kommen da nicht so gut klar und haben eine 3 oder einige auch eine 4. Einer aus seiner Klasse hat überhaupt noch nie eine 1 im Zeugnis gehabt. Florian malt sich aus, wie glücklich er wohl über eine 1 wäre. Das ist doch ein schöner Traum. Endlich würde mal nicht die Leistung zählen. Es wäre wie ein Stückchen vom Himmel in der Schule. Also schlägt er seinen Hefter auf und fängt an, den ersten Satz für seinen Text zu schreiben. Ich träume davon, ein Stück Himmel auf der Welt zu finden. Sabine sitzt nach ihrer großen Geburtstagsfeier am nächsten Morgen mit ihrem Mann beim Frühstück zusammen. Sie reden noch einmal über die vielen besonderen Momente von gestern. Und Sabine freut sich darüber, wie reibungslos alles geklappt hat, dass alles so wunderbar gut gelaufen ist. Da legt ihr Mann die Stirn in Falten und sagt: Du hast also gar nichts von dem Streit mitbekommen? Sabine ist völlig überrascht. Nein, sie hat nichts von einem Streit gehört. Als ihr Mann davon erzählt, rutscht ihr nachträglich noch das Herz in die Hose. Ihre Tante ist nach dem Abendessen mit ihren Eltern aneinander geraten. Es hat sich gleich ein handfester Streit entwickelt. Doch ihre 3 besten Freundinnen waren sofort zur Stelle, berichtet ihr Mann. Sie brachten die Streithähne auseinander und sorgten für Frieden. Kurz darauf gingen die 4 nach Hause. Sabine klopft das Herz bis zum Hals. Wenn sie davon etwas mitbekommen hätte,
Dann wäre die Feier für sie völlig vermiest gewesen. Wie gut, dass die anderen das für sie geregelt haben. Der Himmel musste sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geschickt haben. Das waren drei echte Engel. Und Sabine hatte das nicht einmal bemerkt. So ist das wohl manchmal mit dem Himmel, denkt sie, und ihr Herzschlag beruhigt sich wieder. Es ist schon erstaunlich. An den unwahrscheinlichsten Orten zeigt sich ein Stück vom Himmel. Und manchmal bemerke ich das erst im Nachhinein. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, du bist nicht weit entfernt im Himmel. Dein Himmel zeigt sich auch mitten in unserer Welt. Wir bitten dich für alle, die keine schönen Seiten mehr in ihrem Leben sehen können. Gib du ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich für alle, denen nicht zum Feiern zumute ist, die einsam und unglücklich sind. Schicke ihnen Menschen, die ihre Einsamkeit durchbrechen. Wir bitten dich für alle, von deren Not wir in den Nachrichten hören. Sei du bei Menschen, die unter Krieg und Naturkatastrophen leiden. Mach du die Verantwortlichen mutig und klug, damit sie Schwachen und Armen helfen. Wir bitten dich für alle, die unter Corona leiden, weil sie als Ärzte oder Pflegerinnen arbeiten, weil sie unbequeme Entscheidungen treffen müssen, weil sie darunter leiden, nicht in die Schule zu können und vieles andere gerade nicht geht. Schenke allen Kraft und Geduld zum Durchhalten. Wir bitten dich für uns. Gib uns offene Augen für die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns, ihnen vom Himmelsmomenten zu erzählen. Guter Gott, du weißt, was uns bedrückt. Du kennst auch das, was uns fröhlich macht. Lass alles in deiner Liebe aufgehoben sein. Lass uns gemeinsam beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen recht schönen Sonntag und eine behütete Woche. Empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.